Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zum weltbesten Podcast im deutschen Fernsehen. Und heute auch mit dem weltbesten Smartphone im deutschen Fernsehen. Richtig. Wir und zwar dem iPhone 4S. Keiner hätte es gedacht, dass wir das in die Sendung bekommen, aber alle haben es erwartet. Ja, ich war tatsächlich so ein bisschen gezittert, weil ich hatte es von Hermes bekommen. Und Latour ihre Smartphones mit oder ihre Geräte generell mit Hermes verschickt. Die UPS-Sendung kam heute früh um kurz nach 9. Hermes kam dann um 2:30. Ja, mei, so ist das halt, gell? Aber es ist hier, es ist da, dass ich heb's mal vorsichtig hoch, damit das Kabel nicht rausrutscht. Das iPhone 4S in weiß mit 32 Gigabyte. Da steht ja nicht mal 4S hinten drauf. Nee, habe ich ja gesagt, das sieht man gar nicht. Das ist ja. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr zeigen, dass ich einen längeren habe. Jetzt kannst du es nicht. Ja doch, du musst halt sagen, also die eine große Änderung, danke, dass du irgendwelche Apps da hattest, ist das veränderte Antennendesign. Daran erkennt man auf den ersten Blick, dass es ein iPhone 4S ist. Das heißt, ich kann jetzt aber auch einfach theoretisch hingehen und mir da oben mit Edding einen schwarzen Strich drauf malen. Richtig, und den unten zukleben. Hervorragend. Nee, unten ist er ja noch. Ist es identisch. Nee, ist ja perfekt. Ist ja super. Auf der anderen Seite muss ich auch noch einen hinmachen. Ja. Ich muss ihn zumachen. Das ist ja super. Ja, das ganz heißt, einfach. Wenn ich also so tun möchte, als hätte ich eins, nehme ich es einfach in der Straße und rede damit. Ja. Die ganze Zeit, dann sieht das so aus. Gut. Funktioniert bevor, auch fast genauso gut. Bevor dann. Wir hier noch schlimmere Clownereien absteigen, das wird eh sowieso noch passieren. Was kostet uns denn ein iPhone 4S ohne Vertrag in Deutschland? Das iPhone 4S ohne Vertrag gibt es zum einen in drei verschiedenen Varianten. Das ist einmal mit 16 GB, mit 32 und mit 64 GB. Es beginnt bei 629 Euro, kostet dann 739, glaube ich, ja, und 849. Gar nicht so billig, aber man kriegt natürlich auch eine Menge Telefon dafür. Und wenn man es mit der Vertragsverlängerung nimmt, dann relativiert sich das wieder. Also bei der Telekom bekommt man das große Modell schon um die, mit dem großen Vertrag unter 200 Euro wahrscheinlich. Und bei anderen Anbietern wird das nicht anders sein. Ja. So, warum möchte man sich dann ein iPhone 4S kaufen, außer den technischen Daten, die man auf der Apple-Webseite sowieso ablesen kann? Warum? Naja, es gibt ein paar Features, die hat nur das iPhone 4S. Das ist zum einen natürlich der bessere Prozessor, der mehr Geschwindigkeit, beziehungsweise schnelleres Erleben des Internets und natürlich auch aller Apps verspricht. Dann wollen wir den doch erstmal testen. Es gibt da ein Spiel, das habe ich schon länger auf dem iPhone 4, das heißt Race After 1977. Und es braucht sehr, sehr, sehr lange zum Starten. Und wir haben jetzt iPhone 4. Mein altes iPhone 4 mit x Gigabyte. 32 sind es doch. Vermutlich, ja. Ja, keiner weiß, aber ich und weiß es. Und das neue iPhone 4S, beide liegen nebeneinander. Und ich schalte mal das iPhone 4S ein. Ich muss euch das zeigen, aber ich drücke davor noch auf den Knopf. Genau. Und da liegt jetzt dieses Spiel drauf. Ihr seht hier schon, Race After heißt es einfach nur. Und auf 0, ich zähle runter, starten wir beide mal das Spiel. Also 3, 2, 1, 0. Dann schauen wir mal, das sieht jetzt hier im Bild ein bisschen komisch aus, nicht weiter schlimm. Ich halte es euch richtig hin. Ich halte es euch nicht richtig hin, weil sonst müsste ich das ganze Ding hier drehen, dann wäre mein Gesicht verdeckt. So, und das Spiel ist da. Bei mir da jetzt loslegen. Jetzt kommt die Information. Game Center und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich auch drin. Und das zieht sich durchs ganze Spiel, dieses etwas zähe, selbst auf dem iPhone 4, was ja immer noch ein sehr schnelles, sehr aktuelles Gerät ist, obwohl es schon über ein Jahr alt ist. Wir sehen hier aber schon mal recht eindrucksvoll, wie viel schneller so ein iPhone 4 ist. Gut, jetzt hätten wir mal den Prozessor mit einem einfachen Test abgehakt. Gibt es denn sonst irgendwelche offiziellen Test-Results, die irgendwer außer Apple gemacht hat? Ja, es gibt immer wieder so Spezialisten, die Benchmarks veröffentlichen. Und der letzte mir bekannte Benchmark hat ergeben, dass das iPhone 4S im Vergleich zum iPhone 4 auf jeden Fall mehr als 60% schneller ist. Ich weiß nicht die genaue Zahl, aber ich meine, es waren 64%, aber ich meine, das ist auch nicht so wichtig. Es ist auf jeden Fall deutlich schneller. Zusammen mit dem iPhone 4S kam ja auch das neue iOS 5 raus. Ja. Ja, und das iOS 5 gibt es natürlich nicht nur fürs iPhone 4S, sondern auch fürs iPhone 4 und fürs iPhone 3GS. Und fürs iPad und fürs iPad 2. Natürlich. Die hätte ich jetzt gar nicht, an die hätte ich gar nicht gedacht, muss ich gestehen. Ja, nicht so schlimm. Und iOS 5 kommt ja auch mit einigen echt hübschen neuen Features. Wo sollen wir denn da anfangen? Wo fangen wir an? Wir fangen bei einem der tollsten Features an, auf die wir alle gewartet haben. Und das ist das veränderte, veränderte Push-Nachrichten-Verwaltungssystem. Ich habe kein deutsches Wort. Generell alles, was um Push-Nachrichten. Also einer der Gründe, warum man vorher ein iPhone gejailbreakt hat, um
das etwas, naja, merkwürdige Push-System schöner zu machen. Das ist jetzt alles drin und dieser Jailbreak-Grund fällt auch schon mal weg. Richtig. Vor allem ist es ja auch dieselbe Person. Derjenige, der das Push-Nachrichtensystem im iOS 5 gemacht hat, ist auch derjenige, der das gejailbreakte Push-Nachrichtensystem hat. Richtig, der wurde ja gekauft vor einiger Zeit. Ja, fangen wir, ich zeige euch das einfach mal. Also man hat zum einen auch andere Einstellungsmöglichkeiten. Man kann hier in die Mitteilungen, dann kann man sich die aufreihen lassen, entweder nach Uhrzeit oder manuell. Und dann geht man jetzt hier zum Beispiel in das App. Man kann hier natürlich auch die Reihenfolge verändern, wenn man das manuell eingestellt hat. Man kann jetzt hier in Nachrichten reingehen und dann hat man hier nochmal die Auswahlmöglichkeit, wie viele angezeigt werden, wie die Art und Weise, wenn man das iPhone in Betrieb hat, wie es angezeigt wird, ob das nur hier oben dieser Balken sein muss oder diese altbekannte Notification. Und man kann auch separat einstellen, ob man das im Lockscreen haben will und natürlich im Notification Center. Was ist denn das Notification Center, Tino? Ja, was ist das Notification Center? Das Notification Center sorgt dafür, dass ich keine von meinen Push-Nachrichten jemals außer Acht lasse. Man streicht von Bildschirmrand von oben nach unten und bekommt dann hier diese Anzeige. Tja, leider habe ich keine neuen Mitteilungen. Dafür weißt du immerhin, dass das Wetter in der Nähe, wo du bist, sonnig und leicht bewölkt ist. Und ich weiß, wie der DAX aussieht und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, wie sieht es denn aus, wenn wir eine neue Push-Nachricht bekommen? Ja, wenn wir eine neue Push-Nachricht bekommen, bietet sich das natürlich an, das einmal zu testen, Frau Merkel. Auch sie wird jetzt die Nachrichten vermutlich über iMessage schreiben. Ist billiger für den Steuerzahler und natürlich für alle anderen auch. Ich schreibe jetzt hier einfach mal, hallo Frau Merkel. Schickt das natürlich dem Basti, weil anders können wir es natürlich hier nicht zeigen. Hallo Frau Merkel. Merkel schreibt auch groß, kluges Handy. Hallo natürlich klein, macht nichts. Und ich sende das ab. Was jetzt passiert, ihr seht hier oben, die neue Art und Weise, wie Push-Nachrichten dargestellt werden, das wird nach kurzer Zeit ausgeblendet. Und wenn ich jetzt. Es wird nicht nur ausgeblendet, es klappt dreidimensional weg. Toll. Und ich habe dann im Notification Center die Nachricht. Was ich natürlich jetzt machen kann, ich kann sie einfach mit einem Tab auf die Nachricht direkt anhören. Ja, genau. Und da sehen wir jetzt auch, dass die Nachricht angekommen ist. Ja, eigentlich hast du das ja als normale SMS geschrieben, aber da gibt es ja auch was Neues. Ja, das Neue heißt iMessage. iMessage funktioniert genauso wie früher die SMS-App, nur sobald man sich in einem 3G-Netz befindet, werden die Daten nicht über das Mobilfunkprovider-Netz verschickt, sondern übers Datennetz. Ich wette, da freuen sich die ganzen Anbieter sehr darüber, weil da, sag ich mal, ihre größte Cash-Cow plötzlich am Sterben ist. Wer sich jetzt denkt, Mensch, ich habe jetzt iOS 5, wo ist denn bitte meine iMessage-App? Nein, ganz vorsichtig aufpassen, was der Tino gerade gesagt hat. Es ist in der SMS-App mit drin. Ihr geht also auf Nachrichten und dann schreibt ihr einfach eine neue Nachricht. Ich schreibe zum Beispiel jetzt dem Tino eine Nachricht. Ich könnte natürlich auch neue Nachricht gehen und ihr seht schon im Textfeld, da steht jetzt drin iMessage. Und nicht mehr Textmessage. Also Nachrichten. Nachrichten. Deutsch, ja. Also genau, Textmessage steht in Englisch drin, genau. Und ich könnte ihm jetzt hier eine iMessage schreiben. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ob er mich das lässt, weil ich ja im Flugzeugmodus bin. Natürlich schickt er dir eine. Er hat das mit meiner E-Mail verknüpft. Also nächste Änderung. Es geht natürlich auch auf dem iPad. Das bedeutet, es funktioniert genauso, wie es mit FaceTime auch funktioniert. Wenn ich eine Apple-ID habe und die mit meiner Rufnummer verbunden ist, erkennt er, was eine von beiden ich benutze. Ich schreibe jetzt hier zum Beispiel, da ich im Flugzeugmodus bin, schreibe ich jetzt an meine E-Mail-Adresse, die bei mir natürlich trotzdem ganz normal ankommt. Was schön ist, ich sehe auch, wenn jemand schreibt, das ist natürlich auch irgendwie, kommt die Nachricht, ist auch gut. Kommt die, bla bla, immer mal Punkt, Punkt, Punkt und drücke auf Senden. Jetzt schickt er mir die Nachricht raus, ich bekomme auch eine Information, dass es zugestellt wurde, bekomme Informationen auf meinem iPhone, dass der Basti mir eine Nachricht schickt und das Schöne ist, ich sehe die Nachricht jetzt auch, im Unterschied zu normalen Nachrichten wird sie blau dargestellt. Ist die Nachricht blau versandt, bin ich immer im iMessage-Betrieb. Jetzt kommen hier gleich, glaube ich, peinliche Details über dein kleines Genital. Oh, das ist natürlich gefährlich. Und ist die Nachricht allerdings grün, ist es eine ganz normale Nachricht. Genau, auch der Knopf ändert sich, also die Farbe des Knopfes ändert sich von blau zu grün. Ihr seht also sofort, nicht nur am Text, also wenn ihr nicht lesen könnt und SMS schreibt, dann habt ihr eher an der Klatsche. Dann seht ihr aber auch sofort, ob ihr jetzt eine SMS verschickt, also ob es euch Geld kostet oder nicht. Und eine iMessage ist natürlich. Ich kann noch ein schönes Feature zeigen. Ich kann nämlich hier zum Beispiel jetzt in den Flugzeugmodus wechseln. Wir haben eine iMessage von Oliver Breitenbach bekommen. Ich. Du. Also ja. Oliver, als du die in die Sendung schreiben wolltest, musst du sie mir schicken. Ja, das stimmt.
Jetzt kann ich hier, normalerweise müsste, wenn ich jetzt hier irgendwas schreibe, ufts, Unteroffizier, ja, ist auch schön, senden. Normalerweise ändert er dann auch die Farbe, wenn er sie nicht zustellen kann, in grün. Dass ich weiß, er ist momentan nicht im Datennetz erreichbar. Mal schauen, ob das also tatsächlich passiert. Wir sehen auf jeden Fall schon, unterhalb der oberen Nachricht steht zugestellt. Ja, unterhalb der anderen steht nicht zugestellt. Also steht nicht. Das heißt, sobald zugestellt wird, du kannst ja mal deine Datenverbindung wieder anmachen, kriegen wir auch eine Sendebestätigung zurück. Das kann man auch ein- und ausschalten in den Einstellungen von der Messages-App. Nachrichten-App. Und jetzt steht auch zugestellt drunter, so wie ihr sehen könnt. Und ihr könnt natürlich euch tot freuen. Warum? Ihr könnt nicht nur Textnachrichten verschicken, sondern ihr könnt natürlich auch, wie alles andere, könnt ihr auch einfach Bilder und Videos, glaube ich auch, alles, was man normalerweise über MMS verschicken hätte können, kann man jetzt auch über das wunderbare iMessage verschicken. Ja, also mein Chef ist jetzt auch im Fernsehen. Ja, Glückwunsch, Oliver. Schön. Ja, so viel zum Thema iMessage löst so ziemlich alle anderen Messenger ab, wenn denn die Freunde und Bekannten, mit denen man Nachrichten schreibt, auch iPhones haben. Alle anderen sind auch keine Freunde. Das stimmt natürlich. Da sind muss vielleicht Facebook-Buddies oder... Da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Also da ist ja nicht... Wir wollen ja hier nicht alle Menschen in einen Topf werfen. Genau. Also iMessage, ein ganz großes Feature und zusammen mit dem Notification Center, das ich jetzt fast mir richtig hergeswiped habe, eine großartige Sache. Auch noch toll, ich mache mal kurz das Telefon. Wenn ich es ausmache, dann läuft vielleicht hier diese Capture-Karte amok. Probieren wir es einfach. Mal gucken, was passiert. Ah ja, hervorragend. So, das ist meine Freundin, falls ihr euch gewundert habt. Schickt mir doch bitte mal eine Nachricht, weil dann seht ihr gleich, wie das aussieht, wenn wir hier gelockt sind. Schicken wieder Menschennachrichten, das geht auch gar nicht. So ist es hier. Weil das war vorher mal ein bisschen ätzend, da hat man dann das aufgemacht. So, jetzt sehen wir hier. Lass ihn mal stehen, ich schicke dir mal noch eine Nachricht. Also es ist schon mal viel schöner als vorher, das ist aber jetzt auch kein Kunststück, sei jetzt mal vorsichtig. Ja. Ich schicke dir mal noch eine Nachricht in einer anderen App, wenn sie eines Tages startet. Weil das ändert hier natürlich auch noch mal ein bisschen was, genau. an der ganzen Ansicht, wenn da mehrere Nachrichten vorhanden sind. So. Jetzt schickt er mir eine Weibernachricht, nehme ich an. Eine Weibernachricht. Weibernachricht. Schauen wir mal. Ich vermute mal, ich habe Weiber hier noch nicht gestartet und er kennt die Push-ID noch nicht. Gut, deswegen wird das nicht funktionieren. Schicke ich dir, was soll ich dir dann machen? Ja, das ist eine berechtigte Frage, Herr Dr. T. Das kennt er aber bestimmt. Wahrscheinlich auch nicht, weil ich keine dieser Apps hier schon gestartet habe. Das ist aber nicht cool von dir. Wir testen es einfach. Jetzt kommt eine zweite iMessage vom Herrn Oliver. Jetzt kannst du es mal machen. Jetzt zeigt dir die untereinander an. Genau. Ja. So, jetzt sehen wir hier untereinander die Push-Nachrichten und ich möchte jetzt die Push-Nachricht vom Oliver zum Beispiel sehen. Dann nehme ich einfach uns Swipe rüber und dann macht er sie direkt auf. Ja, ich möchte jetzt keinen Flugmodus ausmachen. Ja, was passiert, wenn noch mehr Nachrichten kommen? Das habt ihr jetzt gesehen. Sehr gut, dass wir Leute im Stream haben, die da zugucken. Und Rest hast du mir geschickt. Das ist auch sehr nett von dir. Genau, also so viel zum Thema iMessage und Push. Richtig. Ja, was gibt's noch für neue Features? Ein Feature hättest du gleich mit ansprechen können. Es hat da jetzt eine 8-Megapixel-Kamera, die 2 Ultra-Neuigkeiten mit iOS 5 bringt. Zum einen, ich kann sie direkt aus dem Lockscreen starten. Das zeige ich euch gleich mal. So, wir machen auf. Und wir müssen nicht mal anmachen vorher. Ich drücke doppelt auf den Home-Button. Und jetzt ist hier ein Knöpfchen mit dabei. Das Coole an der Sache ist, ich kann nicht auf alle Fotos hier zugreifen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Passcode drin habt und jemand drückt da doppelt drauf, kommt er so nicht an alle Fotos ran. Ja, jetzt probieren wir doch mal die Kamera aus. Ich wurde auch schon vorhin gefragt, wie sieht sie denn aus mit wenig Licht? Das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil wir haben echt eine ganze Menge Licht. So, das siehst du ja auch, wie das da hinten aussieht. Und, pass auf, ich muss das zweite Feature noch bitte nennen. Das zweite Feature, auf das wir auch alle gewartet haben, viele Jailbreaker deswegen auch 99 Cent für ein Jailbreak-App ausgegeben haben, ist die Möglichkeit, mit den Lauter-Leiser-Tasten Fotos zu schießen. Und die Jungs von, und er hat übrigens, habt ihr gesehen? Gesichtserkennung. Gewichtserkennung. So, und jetzt macht er es nochmal, zack, und er kennt auch mehrere Gesichter. Das wird bei mir natürlich schwierig. Auf den Lauter-Leiser-Knopf gedrückt. Also wenn er dann bei euch im Kinn noch ein Gesicht erkennt, solltet ihr vielleicht ans Abnehmen denken. Das ist nur so ein Pro-Tipp von mir. Klar, dass der von mir kommt. Genau, so, und jetzt habt ihr Fotos gemacht. Jetzt können wir uns die mal angucken.
Das ist ein bisschen unscharf geworden, da habe ich wohl gewartet. Ich kann das sein nicht mehr auf dem Foto. Ja, Mai. Ist schon, naja. Ich weiß jetzt nicht, ob mir da, das ist auch unscharf, ich habe es auch verwackelt. Das habe ich ja echt. Bist du so nervös? Ja, es ist halt immer. Ist so. Egal, wie auch immer, wir sind jetzt im Kamera-App. Und was bietet das Kamera-App noch Neues? Es bietet mir an, ich gehe nochmal zurück zum Kamera-App selbst. Es bietet mir jetzt mit iOS 5 an, die Möglichkeit, ein Raster einzublenden. Also ihr seht es im Hintergrund, diese Drittelregel, wie man sie so nennt, Regeln sind ja im Grunde dafür da, gebrochen zu werden, könnt ihr jetzt ein- oder ausschalten. Es bringt oft was, um zum Beispiel einen Horizont gerade zu bekommen. HDR kann man jetzt hier extra einschalten in diesem Ding. Und es gibt noch etwas, was nur das iPhone 4S kann. Und das ist 1080p Video. Jetzt wäre mir fast das Kabel rausgerutscht. Ich mach mal. Du musst eh hochkant filmen, das nützt ja nichts anderes. Das kann man natürlich jetzt super sehen. Jetzt bin ich plötzlich 1080p scharf. Ja, das ist nicht toll. Vielen Dank. Ja, nicht, dass euch das jetzt viel gebracht hat, dass ich die Aufnahme gemacht habe, aber ihr müsst uns einfach glauben, dass es 1080p sind. Die nimmt er jetzt auf. Wir können, wenn ihr wollt, diese Aufnahmen auf den Blog stellen. Ich vergesse es sowieso wieder. Ist nicht so schlimm. Damit kann ich leben. Ich wollte noch, was ich eigentlich sagen wollte. Es bietet jetzt die Möglichkeit, die Bilder auch direkt zu bearbeiten. Mhm, stimmt. Wenn man jetzt hier nicht den Fingerclown spielt, zurück zur Aufnahme geht, kann man jetzt hier das Foto nehmen, das wir gerade geschossen haben von mir. Und wir haben jetzt hier unten diese lustigen Möglichkeiten. Kann hier mal draufdrücken, kann ich zum einen direkt aus dem integrierten Twitter-Client kann ich twittern und wenn ich hier auf Bearbeiten gehe, habe ich jetzt hier unten diese magischen Knöpfe, kann zum Beispiel rote Augen ausblicken, blenden, kann es beschneiden. Vielen Dank. Beschneiden war oben deutsch angezeigt. Und ich habe hier noch diesen Magic-Knopf, kann das Bild ein bisschen automatisch besser verbessern lassen und kann das Ganze natürlich dann auch hier sichern. Genau, also das bringt es auf jeden Fall. Und ja, wie gut die Kamera tatsächlich ist, das wird sich zeigen. Also es gibt ein paar Demo-Fotos, das muss aber, denke ich, jeder für sich selbst entscheiden. Also es ist wieder ein Backlight-Illuminated Sensor. Es ist ein 8-Megapixel-Sensor, hat jetzt eine Blende von 2,4 im Vergleich. Ich glaube, vorher hatten sie 5, 6 oder so, also nicht so berühmt. Das heißt, wir müssten damit jetzt auch ein bisschen eine sehr geringe Tiefenschärfe hinbekommen. 8 Linsen sind drin, um das Ganze noch toller zu machen. Ja. Das weiß ich alles. Genau. Die Frontkamera ist, soweit ich weiß, gleich geblieben. Aber ja, müssen wir mal gucken. Also man wird sicher in absehbarer Zeit sehr viele Fotos davon sehen. Man kann bei Flickr zum Beispiel nach Kameras suchen. Sucht da mal nach iPhone 4S. Ist sicher spannend, was da aus dieser Kamera alles rauszuholen ist. Ja. Dann würde ich sagen, das Kamera-Feature ist natürlich auch iOS. Abgesehen von den Kamera-Details ist das Kamera-Bearbeiten und so. Bearbeiten ist ein iOS 5-Feature, geht damit sozusagen auch natürlich auf dem iPad 2. Aber natürlich hat das iPhone 4S einen großen Vorteil. Es hört mir zu. Also als einziger. Ja, so ist es. Genau. Und zwar mit einem Feature, das sich hier Siri nennt, habt ihr sicher in der Keynote schon gesehen und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Wenn ihr euch wundert, warum Siri nicht funktioniert, ihr müsst das am Anfang erstmal einschalten. Und zwar allgemein, oder? Nee. Doch, allgemein und dann Siri. Müsst ihr es einschalten. Warum müsst ihr es einschalten? Weil Siri nach Hause telefoniert. Es schickt eure ganzen Befehle, die ihr... Nach Hause telefoniert. Ja. Ruft immer zu Hause an und fragt dann die Frau, was die richtige Antwort ist. Richtig. Was ist mein Lieblingsessen? Lass mich darüber nachdenken. Auf jeden Fall, es schickt die Daten nach Hause. Also nach Hause heißt in dem Fall natürlich nach Cupertino, da wo die Apple-Server stehen. Vermutlich nach North Carolina, da wo das riesen Rechenzentrum steht. Das wissen wir auch, warum. Eigentlich in Russland. Warum sie es brauchen. Genau, und da werden die ganzen Sachen ausgewertet und zurückgesendet. Das heißt, erstmal da aktivieren und dann fragt euch Siri, hier, pass mal auf, ich möchte das nach Hause telefonieren, darf ich das? Und sagt, ja, ihr könnt die Sprache unabhängig von der Systemsprache einstellen. Das ist ganz toll, wenn ihr euer Telefon in Englisch führen wollt, aber mit Siri in Deutsch sprechen wollt. Ob ihr das wollt oder nicht, das werden wir gleich sehen. Und dann probieren wir es doch jetzt mal aus. Du hast schon ein bisschen mit ihm geredet. Darf ich mal wieder? Ist ja super. Ich hab's noch gar nicht versucht. Er durfte noch gar nicht, ich habe das sofort benutzt. Ich habe mich darüber am meisten gefreut eigentlich. So. Wie wir aktivieren wir Siri, so wie wir die Sprachsteuerung aktiviert haben, wir drücken den Home-Button lang.
schreibe dem Bast... Nee, das kann ich natürlich nicht machen. Wir müssen das nochmal abbrechen. Entschuldige. Du kannst mir kann ja selber schreiben. Ich muss mir natürlich mir eine Nachricht schreiben. Hier sind all deine Notizen. Oh Gott! Da kann ich so... Basti ist die beste Notiz. Cool ist auch Thunfischsalat Caesars. Sehr schön. Also wir machen das nochmal. Schreibe eine Nachricht an... Ich bin nicht sicher, was du gerade gesagt hast. Das ist der Vorführeffekt. Jetzt, pass auf. Jetzt Ruhe. Sammeln. Schreibe Tino Tzel eine E-Mail. Diese Notizen wurden gefunden. Willst du mich verarschen? Also, du weißt das natürlich nicht, weil du dich nie selbst anrufst. Aber Tino Tzel. Schreibe eine E-Mail an Tino Tzel. Diese Notizen wurden gefunden. Notizen sind gut. Dann probieren wir es nochmal. Entschuldigung, ich verstehe. Jetzt pass auf. Im Sommer nicht. Ja, im Sommer nicht. Schreibe Tino eine E-Mail. Das habe ich gefunden. Also er mag die Notizen offenbar sehr, sehr gern. Ich würde sagen, wir gehen noch kurz aus dem Siri raus. Ja, ich glaube auch. Vielleicht ist er gerade im Notizen-Loop-Modus. Probier es nochmal. Also, wir sammeln uns, nachdem wir jetzt alle deine Notizen kennen. Basti, also die beste Notiz. Schreibe Tino eine E-Mail. An wen soll ich sie senden? An Tino Tzel. Welche E-Mail-Adresse für Tino Tzel? Private E-Mail, andere E-Mail, andere E-Mail, andere E-Mail oder andere E-Mail? Privat. Jetzt kennt ihr alle Tinos E-Mail-Adresse. Welche E-Mail-Adresse für Tino Tzel? Privat. E-Mail. Wir mal aus. Wie soll der Betreff der E-Mail sein? Sendung aufzeichnen. Okay, was soll in der E-Mail stehen? Hallo Basti, treffen wir uns morgen am Samstag, um eine weitere Sendung aufzuzeichnen. An Tino Tzel. Hallo Polly. Sie lautet, hallo Party, treffen wir uns morgen am Samstag, um eine weitere Sendung aufzuzeichnen. Gute. Soll ich sie jetzt senden? Ändern. Was möchtest du tun? Senden, abbrechen, ändere das Thema oder ändere die Nachricht? Ändere die Nachricht, Siri. Hier ist die E-Mail-Nachricht an Tino Tzel. Sie lautet, Siri, soll ich sie jetzt senden? Senden, ja. Ich frage mich gerade... Alles klar, Nachricht gesendet. Alles klar, das hat sie schon von mir gelernt. Nicht schlecht. Ja. Ich blende mal kurz mal wieder hier so ein Lower Third ein. Ne? Ja, Rechner ist wieder aufgewacht, sehr gut. So, wie war das? Ja, es... Also ich denke, man braucht ein bisschen Zeit, um zu verstehen, wie Siri tickt. Im Großen und Ganzen funktioniert es. Ich hatte ja eh immer schon Probleme, wenn man einen Tino Tzel und einen Timo Hetzel im Adressbuch hat und man sagt, rufe an Tino Tzel iPhone, dann ich rufe an Timo Hetzel iPhone. Ja, schön. Ja, das sind halt Features. Ich finde, du solltest deinen Namen ändern, weil offensichtlich immer, wenn ich dir was schicken will, werde ich meine Notizen angezeigt bekommen. Ärgere dich dann. Das ist ein bisschen doof. Ja, das aber Siri kann natürlich noch mehr. Ich probiere das jetzt auch mal. Siri funktioniert nicht nur, indem man lange auf den Knopf drückt, sondern man kann sich es wohl auch ans Ohr halten. Ich probiere das jetzt mal aus. Wie ist das Wetter morgen in München? Nee, du müsstest Siri einmal starten. Siri muss natürlich an sein, Entschuldigung. Hallo? Das ist die lustigste Sendung aller Zeiten. Wie ist das Wetter morgen in München? Das ist die Vorhersage für München, Deutschland morgen. Brauche ich am Mittwoch einen Regenschirm in München? Es hasst mich. Es hat uns vorhin gesagt, man kann sich ans Ohr halten. Aber hey, kein Problem, ich mache mich gerne für euch zum Affen. Brauche ich am Mittwoch einen Regenschirm in München?
An diesem Mittwoch wird es in München, Deutschland regnen. Brauche ich am Mittwoch High Heels in München? Ja, an diesem Mittwoch wird es in München, Deutschland regnen. Gut, also es ist natürlich gut, wenn man High Heels anhat. Ja, Frauen müssen immer High Heels anhaben. Kriegt man nicht so schnell nasse Füße. Siri hat also absolut recht an dieser Stelle. Ja, leider kennt es zum Beispiel keine Restaurants in Deutschland, Ertraurigung, wie sagt man denn da? Zum Ärgernis. Zum Ärgernis unseres aller, unser aller, unser aller und vor allem von Olli, weil er ein Steakhouse finden wollte, ohne seine Finger zu benutzen. Das wurde leider nichts. Ja, jetzt sollen wir jetzt noch irgendwas fragen? Oder es gibt ja so lustige Sachen wie zum Beispiel: Ich will dich heiraten. Echt? Ja. Genau. Ich glaube, sie verarscht dich. Ich liebe dich, iPhone. Du auch? Ja, also man kann sehr lustige Konversationen mit Siri führen. Ihr könnt uns ja mal eure Lieblingskonversationen mit Siri schicken. Einfach einen Screenshot machen. Ich weiß nicht. Ah ja, man kann den ganzen Verlauf sehen, wenn man hoch und runter scrollt. Das sollte jetzt meine Freundin nicht zeigen. Sehr schön. Du also, auch? Ich auch. Natürlich. Ich verstehe leider nicht, was du mit natürlich meinst. Ja, gut, das nehme ich so hin. Ist auch nicht so schlimm. An dieser Stelle, denke ich, haben wir euch mal gezeigt, wie Siri funktioniert. Wie es dann nachher wirklich im echten Leben funktioniert, bleibt auszuprobieren. Wahrscheinlich macht es auch mal Sinn, wenn man dann halbwegs Englisch sprechen kann, das Ganze auch mal in Englisch ausprobieren. Vielleicht funktioniert es da besser. Es wird natürlich dann zum Problem, sobald man SMS schreiben möchte oder E-Mails schreiben möchte an deutschsprachige Personen. Dann ist es natürlich nicht mehr so gut, wenn Siri in Englisch ist, weil man kann nicht wechseln zwischen den Sprachen, während man es benutzt, sondern man muss wirklich in die Einstellung gehen. Vielleicht können wir das Siri sagen. Und das umstellen. Ich glaube nicht. Ändere deine Spracheinstellung in Englisch. Ich kann keine Wegbeschreibungen, Verkehrsdaten oder Karten für dich aufrufen. Tut mir leid. Eine Runde Mitleid. Tut mir leid, ich verstehe. Eine Runde Mitleid? Nicht. Naja gut, schade. Arschloch. Christian, achte auf deine Sprache. Ja, das sage ich dir auch immer. Ich gehe in die Ecke. So. Ja, ich mache das einfach mal wieder an. Ja, jetzt haben wir genug Spaß gehabt mit Siri. Ja. Wir konnten es ja bisher noch nicht in Deutsch sehen. Deswegen war das für uns alle ein Erlebnis. Definitiv. Also man muss ausprobieren. Ich freue mich sehr drauf, es im Auto zu benutzen. Alles zu machen. Alles 10-mal besser als SMS zu schreiben und die eine Hand nicht am Lenkrad zu haben. Genau, definitiv. Also, ja. Was natürlich auch ist, wenn man ein Bluetooth-Headset verbunden hat mit seinem iPhone, kann man Siri natürlich auch ganz normal über die Bluetooth-Fernsteuerung starten. Genau, genauso wie er es vorher halt auch gemacht hat. Die komplette Spracherkennung, die es früher gab, wurde ersetzt durch Siri. Und ich denke mal, das wird spannend, wie es funktioniert. Also schreibt uns mal eure Eindrücke von Siri, was ihr Lustiges mit Siri erlebt habt. Wem ihr die Freundschaft aus Versehen gekündigt habt, obwohl ihr euch einen Termin anlegen wolltet. Mhm. Das ist noch eine Sache, die sicherlich spannend ist, die wir jetzt auch noch ausprobieren sollten, haben wir auch noch nicht gemacht. Ich sag jetzt Siri mal, also mich an was erinnern soll. Erinnere mich daran, Milch einzukaufen am Ortseingang Fürstenfeldbruck. Wann soll ich dich erinnern? Zu Hause. Beziehungsweise ihn verlässt. Wann soll ich dich erinnern? Um 17.16 Uhr. Hier ist deine Erinnerung für heute um 17.16 Uhr. Sie lautet, mich einzukaufen an...
mich einzukaufen ist besonders gut. Ich muss nur mal gucken, ich habe mir Locations angelegt im Restbuch, zum Beispiel Ortseingang Fürstenfeldbruck, weil ich dann nach Hause fahre und dann mich da an Dinge erinnern lassen will. Das muss ich noch mal gucken, vielleicht habe ich es auch anders genannt und ich weiß nicht, ob er weiß, wo mein Zuhause ist. Das muss auf jeden Fall noch geklärt werden. Gut, damit habt ihr auch die Erinnerungen gesehen, die es in iOS 5 neu gibt. Das ist eine eigene Applikation, die ist jetzt nicht wahnsinnig wunderschön. Sie ist besonders ätzend, wenn man per Hand irgendwas anlegen muss. Also ich kann jetzt hier auf Plus drücken und sag, ich möchte nicht mich einkaufen, sondern Milch einkaufen. Ich sage einfach nur Milch. Und dann kann ich fertig drücken, muss dann wieder auf den Ding drücken. Ich möchte eine Erinnerung haben. Okay, jetzt kam gerade die Erinnerung von vorhin. Ich möchte an einem Ort erinnert werden, bei der Ankunft, bei diesem Ort, und zwar nicht am aktuellen Ort, sondern eine Adresse auswählen. Ich habe da Gruppen und die Gruppen heißt Locations und Ortseingang Fürstenfeldbruck gibt es als Location. Weiß hätte ja also funktionieren sollen. Vokabel unlaut. Ja, es kann natürlich sein, dass er da einfach Amok gelaufen ist. Und jetzt würde ich eine Notification bekommen, sobald ich in diese Nähe komme. Das ist sehr, sehr praktisch. Noch viel toller ist, wenn es funktioniert. Ja, das ist meine Voraussetzung für alle coolen Features. Genau. So, ich denke, damit haben wir die Erinnerungen auch abgehakt. Ja, was gibt es noch Neues? Noch ein neues App, das vorher nicht da war, ist der Newsstand oder das Zeitungskiosk. Das werden wir jetzt nicht zeigen können, weil ich das in einem Ordner versteckt habe. Ja, ist egal. Ist eh nicht schlimm, weil momentan ist die Auswahl sehr gering. Es wird natürlich deutlich mehr. Also das ist so, dadurch, dass das iOS auch erst 2 Tage offiziell alt ist, gibt es natürlich noch nicht so viele. Da können wir euch gleich noch einen Trick zeigen. So, ich hole mal einen Newsstand hier raus. Ich habe das in einen Ordner gesteckt. Eigentlich geht das nicht, in einen Ordner stecken. Wie es funktioniert, zeige ich euch gleich. Ich starte mal einen Newsstand. Ich könnte jetzt in den Store gehen und kann zum Beispiel, es gibt irgendwie, glaube ich, Wirtschaftswoche schon und noch irgendwas. Ja, es gibt die Cosmopolitan. Gibt schon ein paar jetzt mittlerweile. Ah ja, aber das sind, also in Deutsch gibt es, glaube ich, nur den Tagesspiegel und die Wirtschaftswoche oder sowas. Wirtschaftsblatt, genau. Der Nachteil ist daran, die Applikation selbst ist zwar gratis, die könnte ich jetzt installieren, ich muss in der Applikation aber ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Ja. Und das möchte ich jetzt nicht. Die würde dann, erscheint da drin, wird automatisch heruntergeladen. Und ja, das macht die Sache relativ cool, wenn man ja, weiß ich nicht, zum Beispiel da dieses Wirtschaftsblatt liest. So, aber jetzt sagen aber viele, was will ich denn mit Newsstand? Das möchte ich gar nicht. Und man kann es nicht in einen Ordner verschieben, weil es eigentlich auch ein Ordner ist. Es gibt da aber einen Trick, den zeige ich euch mal kurz. Ihr erstellt einen neuen Ordner, indem ihr jetzt eine App auf eine andere zieht und während die Ordner-Erstell-Animation gemacht wird, zieht ihr den Zeitungskiosk damit rein. Also ich ziehe es mal auf die Groupon-App und währenddessen lasse ich es drauf fallen und boom, ist es drin. Ihr dürft jetzt als dort nie wieder drauf starten, sonst stürzt das Springboard ab. Egal. Ist ein bisschen doof, aber wer den Zeitungskiosk eh nicht benutzen will, ja, dem kann das auch egal sein. Ja. Ja, was gibt's noch Neues? Also was ich ganz toll finde, man kann sich personalisierte Vibrationstöne anlegen. Für andere Leute. Also zum Beispiel, wir gehen jetzt mal in allgemein. Das ist ein Accessibility-Feature, wie heißt es, auf Bedienungshilfen-Feature, also für Leute, zum Beispiel blinde Leute, die können so sofort spüren, wer anruft, nur dadurch, wie es vibriert. Ich kann also eigene Vibrationen aktivieren. Habe ich jetzt hier eingeschalten. So, gehe ich mal raus. Und Töne. Ich bin total begeistert, das wusste ich noch gar nicht. Ja, hast du mal was gesehen? Jetzt muss ich nur rausfinden. Hier, Vibrationsmuster, gehe ich mal da unten auf Erinnerung. Und da gibt es jetzt eigene. Du hast schon eine eigene Vibration bekommen. Eine eigene Vibration. Und zwar hat er so ein Militärmuster bekommen. Und ich kann jetzt, es gibt verschiedene Vibrationen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie gut hören kann. Ich halte es mal kurz an mein Mikrofon hin. Ja, vielleicht habt ihr es vielleicht auch nicht. Das Coole an der Sache ist jetzt auf jeden Fall, ich kann eine neue Vibration erstellen und kann jetzt durch Tippen da drauf, kann ich die Vibration mir ausdenken. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, es ist fast SOS, nur falsch. Ich bin begeistert. So, und jetzt kann ich sie mal wiedergeben. Ich falls das mal auf den Tisch legen. Ich glaube nicht, dass man das... Auf dem iPad vielleicht, das ist was Hartes. Aber man sieht es zumindest. Man sieht es auf jeden Fall. Und so vibriert es dann auch in der Hosentasche. Ich kann mir das jetzt unter einem bestimmten Namen sichern. Das mache ich jetzt nur noch.
Hier, vielleicht erkennst du es ja. Aber man. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber es ist lustig. Das ist so die Melodie der Army-Gesänge der Amerika, der US-Army. Sehr schön. Ja, und so spüre ich deswegen sofort. Deswegen habe ich heute das passende Shirt an. Sofort in der Hosentasche, wer mich anruft. Das ist ganz großartig. Und man kann das natürlich für beliebig viele Leute machen. Wenn man das Morse-Alphabet auswendig kann, kann man dort den Namen reinmorsen und dann spürt man es direkt in der Hosentasche. Wahnsinnig cooles Feature. Und es ist, dafür ist es eigentlich viel zu versteckt. Und ich kann natürlich jetzt hingehen und kann in dem Kontakt, gibt es, sobald ich Vibrationen einschalte, den Punkt Vibration. Und ich kann dann eine der angelegten Vibrationen einfach auswählen und dann ist die für diesen Kontakt aktiviert. Super. Sehr super. Man kann auch einstellen, dass wenn es klingelt, dass die LED leuchtet. Es ist in demselben Bereich, mit denselben Bedienungshilfen. Wieder mal eigentlich gedacht für Leute mit Sehbehinderungen, ja. Beispielsweise Sehbehinderungen oder die, für da ist es eher nicht für Leute mit Sehbehinderungen, weil die sehen die LED ja nicht, sondern ja, eher doch, für auch schon. Für Leute, taube Leute, Menschen. Die schlechter sehen oder besonders für taube Menschen, weil die LED ist doch ziemlich hell und wenn man die dann so hinlegt, dann blinkt das auch ziemlich hell. Schon gut. Und also ich finde es schön, dass Apple da an der Stelle relativ viel tut. Und das letzte große Feature wäre jetzt eigentlich iCloud. Ich habe allerdings noch nichts wirklich, was ich jetzt sagen kann, das könnte ich jetzt zeigen. Da würde es so besonders viel Sinn machen. Ich denke, da sollten wir mal, wenn es da mehrere Applikationen dazu gibt, eine eigene Sendung zum Thema iCloud machen. Also ja. Es gibt jetzt, um es zu sagen, die iCloud Mobile Me wird durch iCloud abgelöst. Ihr könnt Daten in der Cloud speichern, von den Applikationen beispielsweise. Kannst hier an der Stelle weitermachen. Es gibt einen Riesenvorteil gegenüber MobileMe, ist kostenlos. Ist kostenlos für alle. Zumindest 5 GB. Genau, 5 GB Datenspeicher ist kostenlos. Auch der Adressbuch, Kalender, Notizen, E-Mail-Sync ist alles kostenfrei. Man kann das, es gibt verschiedene Programme, also verschiedene zubuchbare Gigabyte-Preise. Ist aber alles bezahlbar. Ich habe gleich mal nachgeschaut. 20 GB kostet im Jahr 32 Euro. Ist immer noch deutlich billiger, als es dann damals bei MobileMe war. Hat aber einen Riesennachteil. Also wer MobileMe kannte und liebte, mochte natürlich auch zum einen die E-Mail-Account-Synchronisation, die Einstellungssynchronisation sowie die Schlüsselbund-Synchronisation. Das ist leider alles weggefallen. Das heißt, wenn ihr jetzt heute euren MobileMe-Account zu einem iCloud-Account bewegt, nicht umzieht, nein, bewegt, dann ist es nicht nur ein großer Schritt für MobileMe, sondern es ist auch ein großer Schritt für euch, denn all eure Einstellungen und Schlüsselbund-Synchronisationsdaten sind damit passé. Das ist leider richtig. Ja, wie gesagt, ihr könnt dort auch ein Backup reinmachen und genau an diesem Punkt kommt das letzte Feature, das mir jetzt einfällt, was ein anderer Grund war für mich, das iPhone zu jailbreaken, und zwar nicht das Kabel anschließen zu müssen, um das Gerät zu synchronisieren. Und zwar gibt es mit iOS 5 endlich auch WLAN-Sync. Das heißt, ihr könnt ein Gerät mit eurem Rechner im selben Netzwerk, entweder könnt ihr das Ganze mit iCloud synchronisieren, das geht aber dann nur noch in die iCloud. Das heißt, sobald ihr umstellt, ist die Synchronisation mit dem Rechner nicht mehr möglich. Und ihr müsst halt schauen, dass ihr mit dem Platz auskommt. Er speichert dort nur Daten, weil Apps könnt ihr wieder runterladen. Die Daten kann er dann aus der iCloud holen. Aber wenn ihr sowieso öfters zu Hause seid, was bei manchen Leuten ab und zu passiert, könnt ihr einfach einen WLAN-Sync machen. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr da in die Einstellungen geht, wie Tino gerade gezeigt hat, und auf Jetzt synchronisieren drückt. Oder stellt es so ein, dass sobald ihr Strom anschließt und es in demselben WLAN ist, die Synchronisation automatisch vonstatten geht. Bedeutet natürlich, wenn ihr es auf dem Nachttisch habt, in Stock dort stellt, beispielsweise synchronisiert er einfach. Das ist total großartig. Wichtig an der Stelle, schließt es vorher einmal den Rechner an, dass iTunes es erkennt und setzt den Haken bei mit per WLAN synchronisieren. Ja. Und an der Stelle nochmal gesagt, ihr könnt entweder über WLAN und Kabel synchronisieren oder über iCloud. Ihr könnt nicht sagen, ich möchte iCloud und iTunes machen, das wird nicht funktionieren. Ja, und dazu passt noch das allerletzte iOS-Feature. Und cool. Zwar, wenn man das iPhone am Rechner synchronisiert, kann man es erstmalig seit iOS 5 auch benutzen, während es nicht synchronisiert. Also es sieht dann genauso aus wie hier der Wi-Fi-Sync, der jetzt sicherlich nicht funktionieren wird, weil hier das Wi-Fi ein bisschen crazy ist, 48 Basisstationen. Man hat einfach oben in der Statusbar ein kleines Synchronisations-Icon. Genau, ihr seht es jetzt schon, ich kann da rausgehen und es synchronisiert oben weiter.
Das ist sehr, sehr, sehr praktisch, weil ihr könnt derweil weiter Dinge tun. Ja, und es unterbricht einen halt nicht mehr. Also das ist eine der Sachen, die mich vorher schon ein bisschen genervt haben. Ja. Mensch, da haben wir noch ein Feature vergessen. Noch eins. Wir haben ja direkte Twitter-Integration ins System. Die habe ich vorhin kurz angesprochen. Genau, also um das mal kurz zu zeigen, es gibt jetzt hier in den Einstellungen gibt es direkt Twitter. Da findet ihr das dann. Und wir können jetzt hingehen und beispielsweise in die Fotos-App gehen, ne, Rage Faces. Und dann könnt ihr da ein Bild auswählen. Ohne Worte. Und könnt ihr das jetzt direkt hier twittern. Das geht aus mehreren Applikationen raus und nicht nur an der Stelle. Das ist und das Schöne super. Ist, wenn sie endlich auch alle soweit sind, ihre Applikation umgestellt haben, wird es meistens in jeder Applikation, die Fotos hat, zum Beispiel den nativen Twitter-Client benutzen. Warum sollte man da extra eine API einbinden? Ja, das Schöne an der Sache ist, dass man hat das auf Systemlevel und wenn sich an Twitter da was ändert, zum Beispiel jetzt der eigene Twitter-Dienst oder man braucht ein neues Authentifikationsverfahren, muss sich der Entwickler da nicht mehr drum kümmern, sondern muss sich Apple drum kümmern und Twitter wird wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen die Sachen ändern, weil Apple sagt, hey, ihr könnt uns mal, ihr wollt nicht mal Latten am Zaun. Genau. Jetzt, wo ihr auch mal Geld verdient mit eurem Zeug. Genau. Ja, ich denke, das ist ausreichend. Wir sind eh schon wieder 3 Stunden 97 Minuten unterwegs. 41 Minuten, viel zu lang. Auf jeden Fall hatten wir viel Spaß mit Siri. Tut mir leid, dass du nicht heiraten darfst. Normalerweise ist die Originalantwort eine andere, die wir alle kennen. Aber was soll's? Ja, so ist es halt. Ich meine, da kann man nichts gegen tun. Also mein Fazit ist, für die gefühlten 10 Minuten, mit denen ich es benutzt habe, es fühlt sich ein bisschen schneller an als das alte iPhone. Also um aufs iPhone 4S zurückzukommen. Ich bin gespannt auf die Kamera. iOS 5 benutze ich jetzt schon seit gestern. Und bin sehr, sehr glücklich damit. Also ich sehe momentan auch keinen Grund, warum ich es unbedingt jailbreaken möchte. Ja, einer der Gründe, das haben wir vorher in der Aufnahme in die Hose gegangen, ist schon gesagt, es gibt jetzt ja auch HDMI-Out mit dem offiziellen iPad-Adapter, mit dem iPhone 4S allerdings nur. Ja, für mich auf jeden Fall eine Investition, die sich hoffentlich lohnt, wenn Siri dann halbwegs funktioniert, weil das war der Hauptgrund, warum ich mir ein iPhone 4S gekauft habe. Und ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich werde dem Basti sein iPhone heute mit nach Hause nehmen, dann kann er das nächste Woche irgendwann mal ausprobieren. No. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind Digital Upgrade und ihr wurdet abgegradet. Abspann. Ja, gibst du mir bitte mal kurz mein Glas. Möchtest du dich von unseren Zuschauern verabschieden? Ich verstehe leider nicht, was du mit mein Glas. Möchtest du dich von unseren Zuschauern verabschieden? Das tut mir wirklich leid für dich. Ich verstehe leider nicht, dass du mit. Was kannst du eigentlich? Tut mir leid, ich verstehe. Ich mache meine Websuche. Was kannst du eigentlich suchen? Nach was kannst du eigentlich suchen? Nach allem, wenn ich die Antwort. Was kannst du eigentlich? Psychosen auf hohem. Oh Gott. Was ist der beste Podcast der Welt? Ich habe nichts zu Was ist der beste Podcast der Welt gefunden. Podcast? Wenn du möchtest, kann ich im Internet danach suchen. Wie ist die Schuhgröße von Woody Allen? Entschuldigung, ich verstehe. Wie ist die Schuhgröße von Woody Allen? Nicht. Mal gucken, ob Google was daraus. Wie ist die Schuhgröße von Woody Allen suchen? Ja, kann's. Ich würde sagen, Google, meinten Sie, wie ist die Schuhgröße von Woody Allen? Ja. Okay, wie sind die Schuhgrößen bei Frauen im Vergleich zu Kindergrößen? Ja, das ist natürlich die Frage, die wir uns alle gestellt haben. Die ich wirklich suchen wollte. Ja. Jetzt fehlen einem so die Hinweise. Also ja. Wer im Stream noch zuguckt, ich weiß nicht, wie von 2 Leute sind es vielleicht noch. Wenn ihr jetzt noch eine Twitter Direct Ad Reply schickt, dann können wir das vielleicht noch einbauen. Was kann man noch sagen? Wer hat das Flugzeug erfunden? Ich habe nichts zu Wer hat das Flugzeug erfunden gefunden. Ich hätte erwartet, dass sie sucht. Wie viel Zentimeter sind 1 Inch? Zoll sagen müssen. Ich kann keine Wegbeschreibungen.
Wie viele Zentimeter sind ein Zoll? Ich kann keine Wegbeschreibungen, Verkehrsdaten oder Karten für dich aufrufen. Ich überlege gerade, in welcher Karte das wohl drin steht. Let's look. Allgemein. Siri, wo bist du? Da oben bist du. Siri, Language, Englisch, Vereinigte Staaten. Okay, dann probiere ich das einmal. How many centimeters are one inch? Okay, here you go. Die ist so viel schlauer auf Englisch. Warum? Das ist doch gar nicht der Wahrheit entsprechend. What's the shoe size of Woody Allen? Checking my sources. How about a web search for what's the shoe size of Woody Allen? Sie hat's hinbekommen. Sie hat geschnallt, was ich wollte. Es ist schon ein bisschen traurig. Was könnten wir sie denn jetzt noch fragen? Wir können sie noch mal fragen lassen. Das, was sie doch immer sagt, was irgendein Restaurant. Oh. Where can I find the next sports bar? Will hier in Deutschland nicht funktionieren. I don't know where you are, but you can help me find out. Ah, ja. Das ist übrigens nochmal gut zu sagen. Ja. Das ist von Anfang an ist das Location Services in Siri ausgeschalten, was ihr natürlich in Deutschland auch völlig ausgeschalten lassen könnt, da sie nicht weiß. Wir schalten es also mal ein. Was in Deutschland passiert. Where is the next sports bar near Palo Alto? Sorry, I don't know where that is. Pot Palo Alto. Ich loch echt. Sowas, na dann. Where is the best Chinese food in San Francisco? We all know. Yes. There it is. I found a number of Chinese restaurants. 22 of them are in San Francisco, and California. San Tung, Chinese restaurant. She made it. So, hier eine Empfehlung von uns. Wer mal in San Francisco ist, geht bitte zu San Tung. Da waren wir immer. Ist in der Nähe vom Golden Gate Park. And 1031 Irving Street. Lohnt sich. Man geht einfach hin, setzt sich dann, kriegt irgendwann auch einen Platz. Na, normalerweise bekommt man nie einen Platz. Man macht endlich Stress, dass man angerufen hat und reserviert. Dann kriegt man sofort einen Platz. Egal, Rolle, wie viele Leute da sind. Spielt auch keine Rolle, ob ihr angerufen habt oder nicht. Und dann kommt ihr halt zu 8 und sagt, ich hab doch angerufen. Und dann wird der Chinese, der eh schon so klein ist, wird dann noch kleiner. Und take this table, please, sir. Gebt euch den besten Platz im Restaurant und lässt die anderen 20 Leute, die schon 3 Stunden warten, stehen. Toll. Fantastisches Essen, fantastische Dumplings, alles fantastisch. Und danach könnt ihr halt nicht mehr gerade stehen. Also man kann auch einfach mal hinfahren und sich das Zeug mitnehmen, schmeckt auch kalt noch. So, jetzt hat Schluss. Diese Sendung aus. Wir müssen jetzt umbauen.